Jubiläum wollen wir den Veteraninnen im Freier und Rosalia Krempel einfach Fragen stellen. Und zwar, sobald man hier in der BAF die Tür betritt als neuer Student, wird einem von eurer Herzlichkeit gleich die anfängliche Nervosität genommen. Wie seid ihr denn überhaupt zur BAF gekommen und welche Station habt ihr bis dahin durchlaufen? Kauffrau ist es damals, habe ich gelernt. War ich die meiste Zeit auch im Sekretariat. Und da habe ich dann selber eine Anzeige geschaltet, weil ich mich einfach verändern wollte. Ja, und auf meine Anzeige. Und haben sie mich dann von der BAF angerufen. Ja, und hier bin ich hängen geblieben. Ihr werdet ja oft als Mami-Star in der BAF bezeichnet. Könnt ihr euch vielleicht vorstellen, warum das so ist? Die Studenten, die merken schon, sie können eigentlich mit jedem Anliegen zu uns kommen. Das schweißt dann auch irgendwie zusammen. Gab es denn auch mal kreative Krankmeldungen oder Entschuldigungen? Im ersten Jahr hat man eine angerufen, das war so ein verwöhntes Rechtsanwaltstöchter, dann war ein Freitagswetter so schön. Ach, ich wollte nur sagen, ich gehe heute zum Skilaufen, das Wetter ist so schön. Das hat man eigentlich gefreut, weil es ehrlich war. Das passt dann auch gut zur nächsten Frage, und zwar, ob euch irgendwelche lustigen Momente oder intimen Erlebnisse in Erinnerung sind. Da wollte ein Student wissen, wie man richtig weiß, was das ist. Ja. Ob gezuzelt wird oder geschnitten. So, jetzt mal ganz unter uns, sind euch vielleicht irgendwelche Liebschaften zwischen Studenten so bekannt? Wird da was gemunkelt im Haus? Jedes Jahr sind Pärchen entstanden. Auch BAF-Babys haben wir. Also, ja, so richtig, auch Ehepaare. Zum Abschluss haben wir noch eine kleine Frage, und zwar, wie würdet ihr die BAF in drei Worten beschreiben? Die BAF ist eine Familie. Eine kleine Familie. Wunderbar.